ich schieße in die Luft. Ja, wenn Ingmar mir auch vorher Fotos von seinem Penis schickt, dann ist halt so ein Sushi-Date auch nicht mehr ganz so romantisch. Aber gut, kommen wir zu einem ernsten Thema, Leute. Ist ja schön und gut, hier so witzig rum zu erzählen, aber wir haben auch jetzt mal einen Song mitgebracht über Ungerechtigkeiten. Es passieren nämlich viele schlimme Sachen auf dieser Welt und das wollen wir jetzt mal zur Sprache bringen. Der eine wohnt alleine in einer Villa am See. Die anderen quetschen sich zu sechst in eine WG. Der eine hat 30 Millionen auf der Bank. Dem anderen pfänden sie das Haus, denn er ist blank. Der eine schmeißt den Kaviar weg, weil er ihm nicht schmeckt. Der andere sich die Suppe streckt, bis er vor Hunger dann verreckt. Kinder knüpfen Teppiche, während ich am Whirlpool lieg. Der eine zieht nach Saint-Tropez, der andere in den Krieg. Wohnraum, Nahrung, Wasser, Geld, ungerecht ist diese Welt. Das sind Themen, die bewegen und das Gemüt erregen. Angeprangert wird das Elend, ja zum Glück schon immer. Doch da gibt es eine Sache, die finden wir noch viel, viel schlimmer. Ich hab viel zu große Brüste und ich hab viel zu kleine. Das ist doch nicht fair. Dann nimm doch einfach meine, okay. Denn die sind echt enorm. Ja. Ich geb dir gern was ab, dann ist es gerechter. Und wir beide haben einen C-Cup. Dankeschön. An dieser Stelle schauen uns die Männer oft irritiert an, weil sie nicht wissen, C-Cup, was soll es bedeuten? Hat es was mit Fußball zu tun, Cup? Nein, es ist eine Größenbezeichnung für BHs und vielleicht einfach eine Frau fragen. Aber auf jeden Fall eine, die ihr kennt. Nicht, am besten die eigene. Ja. Wenn man keine dabei hat, dann leiht man sich halt eine aus. Wir machen jetzt gleich mal eine, das klingt sehr dramatisch, Julia, ich bin sehr betroffen, mach doch gleich mal eine Strophe zu dem Thema, vielleicht eine große Strophe, vielleicht eine üppige Strophe, so eine ausladende Strophe. Von der Tonart her schlage ich jetzt mal D vor, vielleicht sogar Doppel-D. So. E. E. Also meiner. Meiner. Mit einem E-Cup hat man's schwer, das fällt auch preislich ins Gewicht. Die BHs kosten viel mehr und keiner schaut mir ins Gesicht. Die Männer sind total fixiert, jeder nur auf meinen Busen stiert. Ständig wird man drauf reduziert, dabei hab ich sogar studiert. Kein Glück beim Klamottenkauf, beim Sport hüpfen sie ab und auf. Selbst wenn ich nur zur U-Bahn lauf und der Rücken schmerzt noch oben drauf. Ich hab viel zu große Brüste. Und ich hab viel zu kleine. Das ist doch nicht fair. Dann nimm doch einfach meine, denn die sind echt enorm. Ich geb dir gern was ab, dann ist es gerechter. Und wir beide haben einen C-Cup. Ja. Wo wir gerade, ja, ich finde jetzt, Ariane, ganz ehrlich, du solltest jetzt mal eine Strophe singen, vielleicht eine kleine Strophe eher, eine kleine, eine kompakte Mini-Strophe, also so eine. Okay, ich schlage jetzt mal was A-Moll vor, A-Moll. Also ganz ehrlich, also jetzt nicht indiskret, aber ich würde jetzt schon B sagen. Ehrlich. B? Meinst du jetzt aber B oder H? Also B, H, B, H. Ich dachte eher an B-Flat. B-Flat. Meiner, okay. Auch ich muss mich beklagen, denn ich kann kein Dirndl tragen. Wet-T-Shirt oder Table-Dance, da gewinne ich keine Fans. Gegen diesen Frust hab ich Wonderbra und Push-Up. An Operationen, daran denkt man schon, mit viel Silikon. Prall wie ein Heißluftballon. Ich hab zu kleine Möpse und ich zu große Titten. Das ist doch nicht fair, wir haben schon viel zu lang gelitten. Denn Busentüten, Glocken.
gerecht verteilt sein. Das wollen wir hier mal vertonen. Und darum ist unser Bestreben für alle Frauen der Nation. Soll es eine Einheitsgröße geben? Es gibt doch schon eine Petition. Denn glücklich macht kein Porsche, keine Villa und viel Geld. Drum fordern wir stattdessen. Wir fordern Brust für die Welt. Brust für die Welt. T-Cup für alle. 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 Wir gehen auf T. Brust für die Welt. T-Cup für alle. Brust für die Welt. T-Cup für alle. Thank you.